siehe, der die Berge gemacht und den Wind geschaffen hat, der dem Menschen sagt, was er im Sinne hat, er heißt Herr Gott Zebaoth. Aus Amos 4, Vers 13. Der Prophet Amos, gerade im 4. Kapitel, geht ganz schön ins Gericht mit dem Volk, beziehungsweise der Herr durch den Propheten, weil er es anprangert, dass sie, trotzdem, dass sie so vieles an Strafen, an Leid, an Niederlagen erleben müssen, an Katastrophen, die Menschen, also Gottes Volk, sich dennoch nicht bemüht oder bereit ist, umzukehren und nach Gott wirklich zu fragen. Und die Folge natürlich ist, dass das Gericht und noch mehr Gericht nicht ausbleibt. Dass alles, was Amos ankündigt, sich dann auch erfüllt. Eigentlich ist es ja wie in der heutigen Zeit, dass Gott immer noch zu den Menschen redet, aber viele wollen es einfach nicht wahrhaben, dass es Gottes Reden ist. Es können Katastrophen kommen, es können Niederlagen, Tsunamis, alles mögliche, Kriege, und dennoch erkennt man nicht, dass Gott eigentlich die Menschen ruft, zur Umkehr, zur Buße, ihm zu vertrauen und auf sein Wort zu achten. Und es wird immer so sein, wenn Menschen Gottes Wort missachten, dann führt das einfach in den Niedergang oder Untergang. Umgekehrt, wie der Herr Jesus gebetet hat, im hohen priesterlichen Gebet: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Aus Johannes Evangelium 17, Verse 6 und 7. Die Jünger Jesu erkennen etwas, was ganz wesentlich ist, nämlich wer Jesus ist und was er getan hat. Das war natürlich und ist nach wie vor ein Lern- und Lebensprozess, denn vieles, was der Herr Jesus gesagt hat und getan hat, begreifen wir auch jetzt noch nicht. Vieles bleibt noch wie in einem Nebel, unklar. Paulus hat das ja auch erkannt und wir sehen jetzt wie durch einen Nebel, sagt er an einer Stelle oder so ähnlich, dass es undeutlich ist, aber wir werden es erkennen. Aber wenn wir erkannt haben, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, und dass er nichts anderes im Sinn hatte, als Gottes Willen zu tun, zu erkennen und zu tun, dann haben wir auch eine Vorgabe für unser Leben. Denn das sollte auch immer mehr unser Bestreben und unser Wünschen sein, Gottes Willen zu erkennen und den auch dann zu tun. Gottes Worte zu hören und dann nicht nur Hörer des Wortes zu sein, wie es Jakobus sagt, sondern auch Täter. Und da wir heute noch leben, ist es wieder eine Gelegenheit, das in unserem heutigen Leben, in unserem heutigen Tag umzusetzen. Das, was wir gehört haben aus Gottes Wort, es dann auch zu tun. Möge der Herr dir und mir und alle, die Jesus lieben,
uns die Fähigkeit und die Gnade schenken, das zu tun, Gottes Willen. Ich wünsche dir auch wieder einen schönen Tag.